Ja, servus miteinander. Ich möchte mit euch eine Runde Tennis spielen. Okay. Vielleicht nicht direkt Tennis, so sportlich wollen wir dann auch nicht sein, aber der Trick, den wir uns heute mit drei Bällen anschauen, heißt ebenfalls Tennis. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an und ich erkläre euch, wie immer ganz kurz, wie der Schritt für Schritt funktioniert. Wie immer, von Anfang an, ganz wichtig, die Kaskade. Immer das Grundmuster. Wir werfen ganz kurz die Kaskade und zu einem beliebigen Zeitpunkt wechseln wir quasi in die Reverse-Kaskade. Das haben wir bereits geübt. Das setzt ihr nicht direkt mit der Reverse-Kaskade, sondern mit der rechten Hand. Die rechte Hand wirft außen rum. Also noch einmal die rechte Hand rum. Die rechte Hand außen rum werfen. Das ist quasi die Vorhand, die man beim Tennis jetzt tragen würde. Die rechte Hand wird immer mit einem Bogen außenrum. Großen Bogen. Also wie, ähnlich wie bei der Reverse-Kaskade. Und die rechte Hand einmal außenrum. Es gibt beim Tennis nicht nur eine Vorhand, sondern auch eine Rückhand. Das heißt, mit der linken Hand müssen wir auch so rumwerfen. Jetzt kommt es aber darauf an, wie oft wir außenrum werfen. Also werfen wir jeden Ball außenrum, jeden zweiten oder jeden dritten. Ich hole einfach mal einen andersfarbigen Ball, damit man das gut unterscheiden kann. Wir werfen jetzt immer den Tennisball außenrum. Das heißt, wir werfen jeden dritten Ball auf den Rumpf. Und es ist immer den gleichen Ball. Es ist immer nur ein Ball, der auf den Rumpf geworfen wird. Und das gleiche jetzt mit rechts. Und nun können wir das Ganze verbinden. Noch einmal die Vorhand und einmal die Rückhand. Das heißt, der Tennisball in diesem Fall wird immer außenrum geworfen. Wie beim Tennisspiel wird er jeweils über das Netz geschlagen. Vorhand, Rückhand. Vorhand, Rückhand. Oh, ein bisschen höherer Fall. Ja, das war's auch schon. Ein relativ einfacher Trick, aber doch recht wirksam. Man kann natürlich wie jeden Trick wieder klein und groß machen. Obwohl ich persönlich finde, dass dieser Trick nicht wirkt, wenn er zu schnell nicht wirkt, also zu klein.
Bis 8 Minuten und wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen wieder.